Ja, ich weiß, und ihr habt vollkommen recht. Es ist ein zweiter Godzilla-Trailer erschienen zu Monarch Legacy of Monsters und ich habe darauf nicht reagiert. Ich habe dazu noch gar kein Video gemacht. Deswegen holen wir das einfach jetzt hier nach. Ihr seht, ich stehe jetzt hier vorm Greenscreen, denn wir machen jetzt hier ein ganz besonderes Video. Wir holen jetzt nämlich beides nach. Zuallererst schauen wir uns jetzt hier gemeinsam den neuen Trailer zu Monarch Legacy of the Monsters an oder nur Legacy of Monsters. Zum anderen quatschen wir danach aber auch noch mal ganz kurz darüber. Ich habe den Trailer bisher nämlich noch nicht gesehen. Nein, das ist auch mein allererstes Mal. Und wir schauen jetzt auf jeden Fall rein, was der Trailer so zu bieten hat. Die ganze Nummer soll wohl sogar einen deutschen Trailer bekommen haben. Ich bin mal gespannt drauf. Ich schätze aber mal, dass die alten Konsorten wie jetzt hier Kurt Russell wahrscheinlich die originaldeutschen Stimmen auch weiterhin behalten, die wir eben so kennen. Noch ganz kurz zur Info, bevor wir jetzt anfangen. Ich hatte tatsächlich sogar vor, noch mehr Godzilla-Content zu machen. Ich habe mir ein schönes Skript geschrieben gehabt. Ich schreibe mir ja nicht oft Skripte. Jetzt weiß ich auch wieder, wieso. Ich habe mir ein Skript geschrieben gehabt, wo ich wirklich den ersten Trailer komplett durchanalysiert habe. Und da sind mir sehr interessante Sachen bei aufgefallen, aber das Skript ist irgendwie weg. Die Datei ist nicht mehr auf meinem Rechner, ich habe keine Ahnung, wo die hin ist. Ist ein bisschen blöd gelaufen, allerdings erfahren wir jetzt ja in Trailer 2 vielleicht sowieso Sachen, die das Ganze hätten eh unwichtig gemacht. Wir schauen da jetzt einfach mal rein. Ich werde das allerdings zu diesem Trailer auch nochmal machen und diesmal halt nicht verlieren. Und auf geht's. 3, 2, 1 und play. Ein bisschen lauter. Monarch war da, in San Francisco. Okay, sieht aus wie bei Pacific Rim, der Anfang. Ist auch dieselbe Brücke, meine ich, ne? Diese Typen haben Fotos gemacht, als hätten sie darauf gewartet. Denkt ihr, euer Vater hat für die gearbeitet? Das Zeug war in seinem Safe. Was ist das? Okay, wir erfahren jetzt hier anscheinend die gesamte Story, die wir eigentlich schon kannten. Das ist die Welt, in der wir leben. Und Monster gehören unausweichlich dazu. Ja, und da habe ich Bock drauf. Jetzt eine Welt zu erleben. Diese Dateien gehören uns. Und die sind wichtiger, als sie sich entfernen können. Die sich eben damit arrangieren muss, dass es Monster gibt, dass es Kaijus gibt. Da habe ich echt Bock drauf. Entweder ihr glaubt den Haufen Scheiße, den Monarch euch erzählt. Von wegen euer Vater sei spurlos verschwunden. Okay. Alles, was wirklich passiert ist. Bevor es zu spät ist. Es gibt anscheinend ganz viele Monster in der Serie. Finde ich geil. Oh mein Gott, schon schnell auf! Diese Welt gehört uns nicht. Waren das gerade Mothra-Larven? Nee, das war irgendwas anderes, ne? Es ist viel größer, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Geile Settings, geiles Monster, ey. Ist ja krass. Und Monarch haben mir einfach alles genommen. Damit ist Schluss. Okay, das war eben auf jeden Fall Godzilla. Was geht denn da gerade ab? Das ist ja viel zu viel Input gerade. Wenn Sie Millionen von Menschenleben retten wollen, dann helfen Sie uns. Okay, Godzilla in der Wüste, oder was? Nee, im Wasser. Geiler Shot. Monarch Legacy of Monsters. Apple TV Plus, ja. Also wer Apple TV Plus immer noch jetzt hier boykottieren will, aus reinem Trotz, Pech. Das sieht nämlich schon verdammt geil aus. Okay, wir quatschen jetzt nochmal ganz kurz über den Trailer hier und auch ein bisschen über den ersten. Und die haben jetzt eigentlich an reinen Infos, haben die sich jetzt gar nicht mal so extrem krass unterschieden. Was wir aber jetzt hier wirklich gemerkt haben, ist, dass Monarch wohl eine sehr große Rolle spielt. Und zwar nicht nur auf die Frage hin, was hat's mit Monarch auf sich, was hat's mit den Kaiju auf sich. Nee, scheinbar auch, was hat's mit dem verschollenen oder angeblich verschollenen Vater der Hauptfiguren auf sich. Dass der nämlich verschwunden ist, wussten wir, glaube ich, noch nicht. Das war noch nicht bekannt gewesen. Hat man jetzt hier halt im Trailer erzählt, finde ich aber auch nicht schlimm, okay. Also, das ist dann auch anscheinend so der Grund, warum die Kinder anfangen, Nachforschungen anzuschließen. Weil sie wussten, dass ihr Vater für Monarch arbeitet. Und der dann aber irgendwann verschwunden ist oder nicht mehr aufgetaucht ist. Aus diesem Grund fangen die eben an, nach ihrem Vater zu suchen. Wir sehen auch am Anfang von dem Trailer, wie Monarch plötzlich auftaucht, schon mit den Kameras in der Hand.
als Godzilla in San Francisco war es, meine ich, gewesen, erscheint. Der erste Shot ist doch 1:1 Pacific Rim, der Pacific Rim Shot, oder nicht? Ich glaube, der erste Kaiju in Pacific Rim ist nämlich auch in San Francisco erschienen. Aber ey, es sieht schon sehr geil aus. Dieses ganze Hochwertige, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Apple TV Plus hat einfach unfassbar hochwertige Serien und ich bin sehr froh, dass diese Godzilla-Serie auf Apple TV Plus läuft. Und ja, wenn es irgendwann eine Real-Life-Jurassic-Serie geben sollte, dann bitte auch auf Apple TV Plus und ja, nicht auf Netflix. Ist nur so mein Gedanke dahinter. Was haben wir noch alles erfahren? Es gibt wesentlich mehr Kaijus jetzt, was ich sehr geil finde, denn ich habe mir, dazu habe ich auch nie ein Video gemacht, weil die Serie wirklich grottig scheiße war, ich habe mir die Animationsserie angeguckt, Skull Island, diese Zeichentrickserie mit Kong, wo es eben um die Insel ging. Und da gab es auch ganz viele verschiedene Kaiju-Wesen. Und ich habe mir gedacht, ey, ich hätte sowas doch viel lieber in echt gesehen und nicht in Zeichentrick. Und jetzt bekommen wir das hier anscheinend. Es sah sau cool aus. Wir scheinen wirklich auch herauszufinden, was auf verschiedenen Punkten der Erde passiert. Ich meine, wir sind einmal anscheinend in Alaska oder es kann auch Finnland sein, keine Ahnung. Ich schätze mal, was wird Alaska sein? Wir sind einmal in der Wüste, einmal eben in San Francisco, dann haben wir nochmal so eine tropische Region. Wir sehen hier auch nochmal Skull Island. Und den Mr. Render, Bill Render hieß er, glaube ich, aus Kong Skull Island. Und ich kritisiere Kong Skull Island ja immer extrem dafür, dass der Film so bunt ist und so Marvel-mäßig ist. Und alles ist so wow, lustig und bunt, bla bla bla. Jetzt sehen wir hier Skull Island ohne diesen beschissenen Buntfilter, den Kong noch hatte. Das sieht viel geiler aus. So muss Skull Island aussehen. Dieses leicht düstere, dieses eher realistische, gefällt mir eben sehr gut. Was jetzt hier Godzilla für eine Rolle spielen wird, ich glaube nicht, dass es da den einen großen Haupt-Kaiju als Gegner gibt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich schätze mal, dass wir einfach immer wieder mitbekommen werden, wie Godzilla gegen bestimmte Kaiju vorgeht. Wir bekommen ja anscheinend mehr davon zu sehen, als eben nur ein oder zwei oder drei. Es scheint ja wirklich eine schiere Masse an Kaiju hier in dem Film zu geben. Und auch die Frage, wie geht denn jetzt die Welt damit um, dass wir eben wissen, dass wir Kaijus haben. Finde ich sehr interessant. Im November können wir uns ja dann schon darauf freuen, dass die Serie endlich startet und ey, ich habe wirklich Bock drauf. Ihr werdet hier auf dem Kanal auf jeden Fall wöchentliche Reviews bekommen, beziehungsweise die ersten beiden Episoden werden an einem Stück veröffentlicht. Die werden wir auch dann hier besprechen. Ich weiß noch nicht, ob ich die am Stück besprechen werde oder ob wir Episode 1 und 2 separat voneinander besprechen werden. Je nachdem, wie viel Input dann eben auch da drin ist. Auf jeden Fall werden wir hier danach wöchentliche Recaps zu Monarch Legacy of Monsters abhalten. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich darauf, wie es jetzt wirklich im Monsterverse richtig losgeht. Und ey, in diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.